Heute komme ich mal mit einer interessanten Regel. Und zwar schauen wir uns mal an, was hier gerechnet wurde in der obersten Zeile. Da steht Logarithmus zur Basis 10 von 16 geteilt durch Logarithmus zur Basis 10 von 4. Wenn wir Logarithmus zur Basis 2 von 16 geteilt durch Logarithmus zur Basis 2 von 4 rechnen, dann können wir relativ schnell das Ergebnis herausbekommen. Logarithmus zur Basis 2 von 16 ist ja 4, weil diejenige Zahl, mit der man 2 potenzieren muss, um 16 zu erhalten, ist 4. Und diejenige Zahl, die wir benötigen und die wir, mit der wir 2 potenzieren müssen, um 4 zu erhalten, ist 2. Das heißt, Logarithmus zur Basis 2 von 16 durch Logarithmus zur Basis 2 von 4 ist gleich 4, geteilt durch 2 und da kommt 2 raus. Interessanterweise erhält man auch genau dieses Ergebnis, wenn man den Logarithmus zur Basis 16 von 10 durch den Logarithmus von 4 zur Basis 10 berechnet. Und ihr könnt eine beliebige Basis nehmen, die größer als 0 ist, aber ungleich 1, und könnt die hier anstelle von 2 oder 10 hinschreiben und ihr haltet beim Quotienten immer das gleiche Ergebnis. Warum ist das so? Die Behauptung ist, es gilt ganz allgemein Logarithmus zur Basis c von b geteilt durch Logarithmus zur Basis c von a ist gleich Logarithmus zur Basis b von d, zur Basis d von b geteilt durch Logarithmus zur Basis d von a. Und a, b, c, d ist hier jeweils positiv mit c, d ungleich 1. Also die Basen c, d sind ungleich 1. Warum ist das so? Wir gehen zunächst mal von der Gleichung a hoch x gleich b aus. Wenn wir hier den Logarithmus zur Basis c auf beiden Seiten bilden, dann erhalten wir Logarithmus zur Basis c von a hoch x ist gleich Logarithmus zur Basis c von b. Wenn wir jetzt das dritte Logarithmengesetz anwenden, nachdem wir den Exponenten x nach vorne ziehen dürfen als Faktor, erhalten wir x mal Logarithmus zur Basis c von a gleich Logarithmus zur Basis c von b. Und jetzt können wir durch Logarithmus zur Basis c von a dividieren und erhalten unser Ergebnis für x, nämlich Logarithmus zur Basis c von b geteilt durch Logarithmus zur Basis c von a. Hier habe ich die gleiche Gleichung, also dieselbe Gleichung nochmal hingeschrieben, a hoch x gleich b. Und jetzt habe ich genau dieses Verfahren hier jetzt nochmal mit Logarithmus zur Basis d durchgeführt. Und ihr seht, es kommt genau das gleiche raus, Zeile für Zeile. Hier steht dann x mal Logarithmus zur Basis d von a gleich Logarithmus zur Basis d von b. Und somit ist x auch Logarithmus zur Basis d von b geteilt durch Logarithmus zur Basis d von a. Diese beiden x sind aber ein und dasselbe, wie wir an diesen Gleichungen erkennen. Das bedeutet, wir können den Logarithmus von zwei Zahlen, b und a, in den Quotienten setzen, also den Quotienten der Logarithmen berechnen, unabhängig von der Basis. Und das ist ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel Exponentialgleichungen lösen wollen. Wir sehen nämlich dann, dass wir uns irgendeinen Logarithmus für die Lösung der Exponentialgleichung aussuchen können.